Okay, ich leite jetzt in den Part ein, damit wir keine ekligen Geräusche dabei haben. Und willkommen zum nächsten Part von Yu-Gi-Oh! Mein Hals tut weh. Da will ich dir einmal einen Stein in die Fresse hauen und dann machst du sowas. Ja. Gut, dann setze ich das hier verdeckt, dann speziell beschwören wir mal die Yatos, dann... Meine Frage, bist du... Was willst du eigentlich hier? Ich meine, du kennst dich doch nicht daraus! Alle! Gut, dass ich nichts verstanden habe, was Gag gerade abgebrochen hat, aber okay. Ihr werdet recht haben. Gut. Jetzt lass die... Lass! Meine Sachen in Ruhe! Verschwind! Nein! Du bist keine Let's Playerin! Vielleicht will sie mit diesem Part heute anfangen, Let's Playerin zu werden. Jetzt lass sie doch mal. Ja, ja, sie kennt doch nicht mal den Unterschied zwischen Let's Plays und Maschinimas. Sie kennt Tadel, also kennt sie wohl Let's Plays. Let's Plays sind Spiele, kommentieren und Maschinimas sind die man so von hier so Na gut, das hast du vielleicht richtig. Jetzt lass meine Sachen verdammt nochmal in Ruhe! Ach man, das war so schwach, der hätte ja gleich mit der Yatos gar nicht angreifen brauchen. Oh man, müssen sie wirklich dabei haben? Wie gesagt, ich hab nichts dagegen. Oh bitte. Oh, darf ich dich schminken? Nein! Das würde ich aber sehen als Video. Nein! Nein! Doch, nein. Doch, ich fordere dich jetzt zur Challenge heraus, geschminkt zu werden. Lass! Oh, meine Sachen in Ruhe! Raus! 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 Ich bin ganz drauf. Raus! 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 Der Part heißt Geschwister, die ich glaube. Den nenne ich so. Raus! Ey, Zahn, mit ihr kann ich mich nicht konzentrieren. Ja, ohne verlierst du auch ständig. Das ist keine Ausrede. Okay, jetzt muss ich nur mein Deck enthüllen, wo du weißt es ja jetzt bestimmt. Los, Angriff! Angriff auf dieses schwache Monster, was jetzt nur noch 2 Angriffspunkte hat. 200 meinst du übrigens. Ich hab doch 200 gesagt! Ach, lass! Meine Sache, du. Da nimm dein Handy, geh nach unten und verschwinde! Lass mich raten, ich hab's schon wieder verloren. Ja, hast du. Warte mal, 800. So. Das Auge hätte gereicht, oder? Wie, das Auge hätte gereicht? Nee, hätte's nicht. Ich muss mit allen drei angreifen. Achso. Und damit! Was? Ist wieder ein Teilpart zu Ende, in dem wir jetzt irgendwie kein Thema angesprochen haben, aber okay. Was? Teilpart? War das schon wieder? Das waren nur 3 Minuten. Ernsthaft? Wow. Ja. Also. Okay, dann war's Part 63 Teil auch. Ja, also bis und gleich. Ja. Wir sind beim nächsten Teilpart von Part 63. Das war jetzt gerade ein total dämliches Wort. 63? Ja, war das gerade 63 oder ich weiß es nicht mehr. Ah ja, genau, 63. Ich dachte jetzt von Mario 63. Ja, Mario 63, warum auch nicht? Jetzt gibt's doch diese eine auf Spiele auf der E, das Super Mario 63, gibt's doch. Kann sein. Ich kenne mich doch nicht aus mit Internet. Meinst du ich? Setzen. 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 Verteidigung. Und beende. Dum, dum, dum. Ah ja, genau. Gut. Ich glaube, jetzt weißt du, welches Deck, oder? Okay, Moment, dann die nicht. Nein, weiß ich übrigens immer noch nicht, weil ich gerade nicht drauf geachtet habe, welche Karte weggeschmissen hast. Ey, du wirst mich doch vergackt. Ach, das Harpion-Deck. Ich fühlt sich heute nur Gusto da schon. Jetzt ziehe ich nur Jinzo. Und was ist jetzt? Wie, was ist jetzt? Ja, schau mal meine Friedhofskarten, vielleicht weißt du es jetzt. Ich sag nur mal. Hab ich sag mal eins, gesagt. Das Deck habe ich nicht erstellt. Ja, das Harpion-Deck. Habe ich jetzt übrigens schon zweimal erwähnt. Ich hab's nur einmal verstanden. Ja, lass meine Sache in Ruhe! Ja, der Pater ist definitiv Geschwisterliebe. Ganz eindeutig.
Liebe. Ja. Nur ein Gig in rechter Minute, in letzter Minute. Nee, ist ja noch die erste gewesen. Ich weiß. Ich weiß, der wird zwar flach, aber... Ja, hey, meiner war doch auch nicht besser. Ich habe heute den Sarazar gefrühstückt. Ah, okay. Nein, möchte ich nicht. Toll, jetzt haben wir kein Thema und es ist wieder einfach bloß so. Ja, okay, spiele ich die hier. Ja, okay. Ja, wieder mal meine Schwester nervt. Frag sie ja, nach dem Thema. Genau, ein Thema, Geschwister. Also, leg los. Ja, du hast vorgeschlagen. Du musst den Anfang machen. Okay, Geschwister sind nervig. Ende der Diskussion. Das war jetzt aber gerade sehr kurz. Die Diskussion hat nicht mal 10 Sekunden gedauert. Na gut, warum müssen Geschwister existieren, Professor Titan? Weil deine Eltern wahrscheinlich sich dachten, dass sie sich ganz doll lieb haben. Und dann ist halt das eine zum anderen und dann hattest du plötzlich Geschwister. Okay, weiter im Text. Wofür sind Geschwister zu gebrauchen? Professor Titan, erklären Sie uns. Das zu Unterhaltungszwecken und nein, ich will das nicht, muss nicht aktivieren. Man kann mit ihnen interagieren. Das Familienleben wird gestärkt. Du kannst ältere Geschwister nutzen, um Dinge zu tun, die du ohne ältere Geschwister nicht kannst. Okay, was ist, wenn man das älteste Kind ist und man Geschwister hat? Ja, dann kannst du dich freuen auf Babysitten, so. Was bringt mir damit denn das Babysitten? Das kannst du später als Beruf ausüben und Geld dafür verdienen. Oh Mann, ey. Okay, was ist, wenn man... Ey, lass meine Sache! Oh, warum sagst du so auf Ficken eigentlich? Ich meine, das ist nicht okay. Ja, du hast zwei Eisenschrott vorgescheucht, warum? Jetzt weiß ich auch nur meine Schuld! Truluf. Was? ich herz dich. Ja, ja. Wieso? Laut vor. Was? Kinder sind lieb. Pfannkuchen, das erste geht immer schief. Hey! Nicht schlagen! Au! Das ist aber wirklich gemein. Also. Ich hab mich geschlagen! Jetzt reicht's mir. Erst, also Geschwister sollte man nicht schlagen und zweitens ist sie ein Mädchen und du hast sie geschlagen, jetzt bist du feige. Ja, das hat die doch aufgeschrieben! Warum hast du jetzt eigentlich die Mütter abgeblockt? Du hast zwei Eisenschrott vorgescheuchen. Ach ja. Oh. Ja, ich bin ganz verwirrt wegen dieser blöde... Und deine Grammatik ist auch nicht okay. Verschwinde jetzt endlich! Nein, ich bin... Ah, ich aktiviere... Das hier! Ich hab so einen Lachflash und die Zuschauer werden das auch haben. Jetzt reicht's mir, Jinzo! Komm her! Ja, das ist jetzt gemein. Und jetzt bring dieses verfluchte 200... Das finde ich jetzt aber gemein. Das ist jetzt wirklich Mobbing. Mein Gott. Hör auf! Lass! Kann ich kommentieren? Nein! Du bist schon die ganze Zeit ein paar drin, du kannst. Los! Ja, ach nee, weil das Mikro ist da. Ich hoffe, es dann zu hören. Ja, damit es nicht rauscht, weil sonst hört man alles doppelt und dreifach. Wegen dem Mikrofon da. Ja. Jetzt lass mich doch mal angreifen. Ja, geht doch. Ich hab doch nur eine. Zwei. Jetzt lügt er mich auch noch an. Mann, komm, Raikiki, Raikiki. Nö, aber pass auf. Beschwören. Und adios, Zauberkarte. Oh, nee! Kannst du total vergessen? Was wird denn das hier schon wieder für eine Fallenverkettung? Okay, er ist wieder vollkommen wahnsinnig geworden. Ja, ich meine, meine Schwester sitzt mir direkt auf dem Nacken. Die sitzt auf dem Nacken, ja, das will ich mir jetzt mal bildlich irgendwie, das stelle ich mir jetzt möglichst sehr komisch vor. Zahl, 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 Zahl!
Nein! Du sollst nicht einfach Zahl sein können. Ach ja. So. Scheiße? Tja. Nein? Das ist egal, was du ablockst. Nein. Damit hast du verloren. Ich weiß. Und du schiebst nicht auf deine Schwester, du verlierst schon die ganzen anderen Matches davor auch. Ich weiß, aber sie darf trotzdem. Lass! Böser Hund! Bartende. So, tschüss.